Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und heute lesen wir uns diesen Zettel hier durch. Leseliste. Marty, ich brauche so schnell wie möglich die folgenden Bücher. Vorteile von Unternehmensmantren, der Weg an die Spitze, beharrliche Individuen, Geld, Geld, Geld. Hol mir die Holoband-Ausgaben zum Lesen, ich habe keine Zeit. Nee, zum Lesen habe ich keine Zeit. Manchmal, ey, staune ich selbst über meine Leseskills. Okay, was sollen wir machen? Zieh deine Uniform an. Ja, oh. Okay. Wieso nicht? Habe ich. Und du? Oh, ich soll mich einstempeln. Danke, dass Sie sich zu Ihrer Schicht gemeldet haben. Sie müssen die Spiele kalibrieren, bevor der Boss wieder rumschreit. Okay, das klingt einfach. Dann mache ich doch hier im Handumdrehen. Leckere Hot Dogs! Hot Dogs! Oh, hallo Liebling. Sind Sie neu? Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Und Ihr Gesicht hätte ich mir auf jeden Fall gemerkt. Der Boss hat gesagt, dass heute jemand zum Kalibrieren vorbeikommen würde. Da Sie neu sind, wissen Sie bestimmt noch nicht, wie das funktioniert. Essen Sie einfach 6 Hotdogs so schnell, wie ich sie serviere. Der Gewinner erhält Mr. Fuzzy Marken. Kinderspiel! Schnappen Sie sich eine Serviette, wenn Sie bereit sind. Okay. Okay, Honey. Auf die Plätze. Fertig. Los! Es gibt mir nicht mal Nahrung. What the fuck? Ich glaube, die sind nicht so gut. Wo sind denn die anderen Hotdogs? Habe ich es geschafft? Esse 6 Hotdogs. Ich weiß nicht mal, wo die sind. Ist das eine komische Quest? Hä? Was? Jetzt sind sie plötzlich. Okay. Ich glaube, die sind nicht allzu gut. Ach, Schimmliger. Oh, ach so, ich verstehe. Sind nicht alle schimmlig, oder? Mensch, Liebling! Das war ja ziemlich beeindruckend. Ja, nice. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Mr. Fuzzy Marke. Oh, ich habe kaum noch Kronkorken. Aber ich habe gleich ein Level-Up. Oh, ich habe ein Level-Up. Mutantenkampfrüstung, rechter Arm. Ah, vielleicht sollte ich wirklich mal tägliche machen. Aber ich habe halt noch nicht so viele von der Karte aufgedeckt, weil ich ständig irgendwelche Quests mache. Aber ist cool, gefällt mir. Was wollte ich jetzt machen? Mein Level Up. So. Automatische, deine nicht automatischen Pistolen. Nachts verursachen deine schallgedämpften Waffen 25% zusätzlich Schaden. Oh, das ist gut. Aber nur nachts. Ah, das ist gut. Lass uns erstmal weiter gucken. Sandman ist natürlich schon mal eine ganz coole Sache. Deine nicht explosiven schweren Waffen. Schwere Waffen werden schneller nachgeladen. Sprengwaffen. Schrottgegenstände wiegen weniger. Habe ich schon. Deine Schrotflinten verursachen mehr Schaden. Ist natürlich nicht schlecht. Perception. Wie soll ich davon einen Besitz? Also wahrscheinlich durch ein Booster Pack, ne?
Ist alles so gut. Die Nachladegeschwindigkeit von automatischen Gewehren. Deine Gewehre haben bei Verwendung des Visiers 10% mehr Reichweite und Präzision. Du erhältst zwischen 18 Uhr und 6 Uhr plus 1 und Wahrnehmung, okay. Deine nicht automatischen Gewehre verursachen nun 10% mehr Schaden. Davon haben wir ja alles voll, ne? Deine Schrumpfnitte haben eine verbesserte Präzision. Du erhältst noch mehr Kontrolle und kannst bei Verwendung von Zielfernrohren die Luft länger anhalten. Deine Gewehre ignorieren 12% Rüstung und besteht einen 3% Taumeln zu bringen. Das ist auch nicht schlecht, ne? Die Richtung eines Kronkorkenvorrats wird per Audiohinweis angegeben, wenn du dich in seiner Reichweite befindest. Das ist schon eher ganz gut. Wir gucken uns mal jetzt hier richtig um. Einfach nur, um zu gucken, ob wir noch irgendwas haben, was uns grundsätzlich was bringt. Wir haben Kannibale. Wir haben einen Kannibalen aus dem Boosterback bekommen. Die Verspeisung von Menschen, Ghoul-Supermutanten, Verbrannten oder Grubenhauer-Leichen stellt Gesundheit wieder her und senkt den Hunger. Sollten wir mal nachgucken. Coca-Cola-Produkte haben jetzt eine doppelte, so okay, du erleidest weniger Schaden. Wenn du dich in deinem Lager oder Werkstatt befindest, wird deine Gesundheit allmählich regeneriert, ist auch nicht schlecht. Du hältst 10 Schadens- und Energieresistenz, wenn du keine Power-Rüstung trägst. Die Chance, durch Nahrungsmittel krank zu werden, bla bla, okay. Nichts Großartiges, du erhältst mehr Vorteile durch gut genährt und gut hydriert. Du erhältst 2 Stunden lang einen Schadensbonus von 25%, wenn ein Spieler dich wiederbelebt. Oh, tagsüber. Plus 1 Stärke und Ausdauer. Auch nicht schlecht. Aber man muss halt wirklich gucken, was man macht. Ziele mit deiner Waffe auf ein Tier mit einer niedrigen Stufe und erhältst eine Chance von 25%, es zu beruhigen. Kann ich mir eine Glühwürmchen-Armee machen? Du erhältst 6 Schadens- und Energieresistenz, maximal 18 für jedes Teammitglied. Von dir wieder beliebte Spieler. Stimson, okay. Hunger und Durst nehmen 40% langsamer zu. Dein Glück erhöht sich und zwei, solange du unter Alkoholeinfluss stehst. Beim Kaufen und Verkaufen erzählst du bei Händlern bessere Preise. Das ist auch nicht schlecht, wenn man sich Kronkork ansammeln will. Von dir wieder beliebte Spieler werden von allen Reds geheilt. Von dir wieder beliebte Spieler regeneriert 10 Minuten lang 6 Aktionspunkte. In deinem Team erhältst du 5% mehr EP. Wenn du allein unterwegs bist, erleidest du 10% weniger Schaden und erhältst 10% AP-Regeneration. Not bad. Für jedes deiner Teammitglieder außer dir erhältst du plus 1 Charisma. Reds erhöhen deine Chance 25%, okay. Der Effekt von Alkohol verdoppelt sich. Du kannst andere Spieler mit Spirituosen wiederbeleben. Du regenerierst nach dem Wiederbeleben eines anderen Spielers 5 Sekunden lang Gesundheit. In einem Team läufst du 10% schneller. Deine Stims heilen jetzt auch Teammitglieder in der Nähe mit halber Effektivität. Blutpakete stillen deinen Durst, verstrahlen dich nicht und heilen 50% mehr. Schnellreisen kostet... Ah. Okay, ich sehe schon. Beim Heilen von Krankheiten besteht eine Chance von 50%. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, Reiseberater. Du kannst jetzt fortschrittliche Scheiße machen. Okay, das ist Rüstung, ne? Batterien enthalten. Munition für Energiewaffen wiegt 30% weniger. Du erhältst beim Herstellen von Champs die doppelte Menge. Beim Herstellen von Werkgegenständen werden 25% weniger Material benötigt. Von Werkstattgegenständen. Aber nicht die Munition, oder? Zählt die Munition auch dazu? Stims stellen 50% mehr. Die Rüstung. Du kannst Rüstung und Powerrüstung bis zu 130% reparieren. Schusswaffen gehen 10% langsamer kaputt und du kannst Schusswaffen der Stufe 1 herstellen. Also habe ich schon Max-Rang. Oh. Ja, Energiewaffen herstellen ist vielleicht nicht schlecht. Du kannst Rang 2 Mods für Energiewaffen herstellen. Du erhältst mehr Komponenten beim Verwerten von Waffen und Rüstung. Ist auch nicht schlecht. Wenn du Power-Rüstung trägst, erhalten schwere Waffen mehr Präzision. Du verursachst 40% Schaden gegen Werkstattobjekte. Ja gut, fehlt nur noch Glück, ne? Dann haben wir alles durch. Kronkorken ist auch nicht schlecht. Beim Wiederbeleben eines anderen Spielers besteht eine Chance von 50% des Stimpacks zu behalten. Auch nicht schlecht. Also für andere Spieler.
Aber mich interessiert es halt nicht. Trage Schrott, um bis zu 10 Schaden zu Energieresistenz zu erhalten. Keine Powerrüstung. Was? Stimpaks können essbare Gewebe erzeugen. Je höher dein Red-Wert, desto höher die Chance. Geringere Chance durch Red zu mutieren oder durch Red-Verwendung von Red Rainbow. Okay. Regeneriert deine Gesundheit, wenn du während eines Gewitters oder Strahlenstopps draußen bist. Peiniger, deine Gewehrangriffe haben eine Chance von 5% auf Verkrüppelung. Ist auch nicht schlecht. Für meinen Stil. Aber ich will die ja töten. Märtyrergranate. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen definitiv erstmal auf Sandman. Nachts mehr Schaden zu machen, ist schon echt geil. Warte. Jetzt haben wir so viel Zeit dafür verbraucht. Aber ist mir egal. Ich habe ziemlich viel auf Agility, ne? Ich merke das schon. Sehr schön. Was haben wir hier alles noch so Schönes? Nachtmensch. Meisterschütze. Ja, Pistolen verwende ich eigentlich derzeit nicht. Können wir das austauschen? Na gut, was haben wir hier noch? Eisenmagen. Ich würde sagen, wir nehmen den Bleimagen weg und packen den Kannibalen hin. Camping-Profi. Na, wenn ich da den einsamen Wanderer rein tue, können wir uns schon einiges sparen, ne? Also ich muss ihn halt nur aus einer Karte rauskriegen. Was haben wir derzeit? Hunger und Durst nehmen 40% langsamer zu. Aber ich habe doch das Rang erhöhen. Ich habe 2 davon. Oh, jetzt kann ich es aber nicht betragen. Jetzt weiß ich, warum ich das gemacht habe. Wie jedes deiner Teammitglieder außer dir erhältst du plus ein Charisma. Ja, das ist ja nicht. Ja gut, dann okay, dann packen wir doch nochmal einen Punkt auf Charisma drauf. Wobei, nein, das ergibt keinen Sinn. Dann habe ich immer nur einen Punkt. Okay, das war vielleicht nicht meine beste Idee. Ich könnte es auch teilen, ne? Können nur ausgerüstete... Ihr wollt mich jetzt verarschen, ne? Ich kann es nicht ausrüsten. Ich will es ja teilen, damit ich es ausrüsten kann. Ach Gott. Was haben wir hier noch so Schönes? Oh, ich kann den erhöhen. Simpex stellen 50% mehr verlorene Gesundheit her. Das heißt, ich habe hier definitiv einen drin, ne? Dann nehmen wir die erste Hilfe hier raus und packen Reparatur-Genie rein. Und dafür, hallo, Rang erhöhen. Achso, da. Dann erhöhen wir den Rang. So, hier haben wir auch nichts Großartiges, ne? Ja gut, das haben wir nicht mehr ausgerüstet. Ja gut. Hallo! Ausmisten ist schwere Arbeit. Doch Mr. Ausmister macht Spaß. Erleben Sie es selbst. Hallo. Ist ein bisschen wenig los heute. Ich war schon sauer, dass niemand mit mir geredet hat. Sie sind neu hier, oder? Wie ich hörte, ist es wieder Zeit für die Kalibrierung. Sie müssen nur zu den Wagen gehen und eines dieser Kohlestücke hineinlegen. Die Wagen sind dort drüben. Sie müssen also schnell sein, um sie alle vor Ablauf der Zeit zu erwischen. Nimm doch den Scheiß einmal. Okay, dann legen Sie mal los. Okay, was soll ich jetzt machen? Check's nicht so ganz. Lege in alle Wagen Kohle. Kann ich nicht mal laufen.
Ich habe keine Zeit für euch. So, Kohle. Ich habe keine Rüstung, lasst mich in Ruhe. Boah, Sümpfblee, ach Mann. Bin ich auch noch krank geworden, die Schweine. Jetzt lasst mich in Ruhe. Oh Gott, die töten mich. Einfach reinschießen, hoffen, dass ich irgendwas treffe. Oh Gott, ich kann nicht mal schnell laufen. Okay, eine weniger. Meine Fresse. Okay, war hier nicht noch ein Wagen irgendwo? Habe ich da von weit noch gesehen. Ah, da. Okay. Die nächsten wären da hinten. Oh, ich bin überladen. Das ist nicht gut, ey. Vielleicht brauche ich eine Werkstatt. Ich hoffe, es gibt hier noch eine. Muss ein bisschen Zeug loswerden. Ach, ist nicht dein Scheiß ernst, Mann. Es ist ein Labyrinth. Hilfe. Okay. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Wir haben ja offensichtlich mehr als genug Zeit. Oh, welcher ist jetzt näher dran? Beide gleich weit weg. Okay, gehen wir zuerst zu dem. Ah, ich sehe ihn schon. Easy. Gibt's eine Werkbank? Ach, gibt's doch nicht. Also Freizeitpark und keine Werkbank. Es ist eine der besten Attraktionen überhaupt, so eine Werkbank. Oh, hier soll das sein. Wagen. Die stehen aber auch nur so willkürlich rum, oder? Seht ihr ihn? Zeigt mit dem Finger drauf, wenn ihr ihn seht. Ich bin da vorbei. Ach, der ist hier drin. Ist bestimmt hier oben. Ist bestimmt eine fette Verarsche hier. Ja, was sagt man? Mich könnt ihr nicht verarschen, Leute. Mich könnt ihr nicht verarschen. Habt ihr eine Werkbank? Gibt's hier irgendwo irgendwas? Wie viel wiege ich? Ich muss 14 Gewicht loswerden. Ah. Aufgeschissen. So, kehre zu Zeke zurück. Das ist gar kein Problem. Das ist eine leichte Quest. Hallöchen. Lust auf ein paar Erkundungen? Dann ist Mr. aus Mr. Ja, komm, Zeke, hau ab. Nächster. Modus. Anlocken. Vorgang. Sagen. Seien Sie gegrüßt, Kunde. Probieren Sie meinen Wettbewerb, ID Schrottweitwurf aus. Gewinnen Sie als Preis, Mr. Fuzzy Marken. Fehler. Persönlichkeitssack nicht gefunden. Laden des Persönlichkeitsmoduls fehlgeschlagen. Standardpersönlichkeit initialisiert. Seien Sie gegrüßt. Wie ich an Ihrer Kleidung erkenne, sind Sie ein für die Kalibrierung meines Wettkampfstands Schrottweitwurf autorisierter Mitarbeiter des Campenparks. Für den Vorgang ist es erforderlich, die Aktion Wurf auf das Objekt Schrott auszuführen. Ihre Wurfziele sind 3 Schrottbehälter. Aktion Wurf muss vor Ablauf der Zeit durchgeführt werden. Ein Preis, Mr. Fuzzy Marken, wird für jedes Ziel Schrottbehälter vergeben. Status. Timer inaktiv. Erforderliche Aktion zum Starten. Objekt. Schrott nehmen. Ich habe getroffen.
Easy. Aber wenn das kein Weltrekord ist, dann weiß ich auch nicht. Ey, ist doch nichts mehr. Was zur Hölle war das? Was das? Weiß es nicht. So. Besuche den Firmenshop. Vielleicht bis zu 35 Jahre, je nachdem wie niedrig deine Gesundheit ist. Ja, es bringt mir alles nichts. Ich brauche irgendwas, was mit meiner Waffe zusammenspielt. Ah, interessant. Sie müssen der neueste Fleischling sein. Sie waren zu spät und nicht vorbereitet. Sie verdienen es, angebrüllt zu werden. Aber da ich heute nachsichtig bin, verzeichne ich Ihre Leistung als ausreichend. Sie dürfen sich während Ihrer Schicht nicht hier aufhalten. Der Zutritt ist nur geschätzten Kunden gestattet, die Ihre Mr. Fuzzy-Marken gegen Preise eintauschen. Hier eine Entlohnung für die heutige Schicht. Auf Wiedersehen. Falsche Identität abgeschlossen. Was bekomme ich jetzt? Ich habe richtig viel Erfahrung bekommen, also nicht schlecht. So kann man auch Erfahrung sammeln. Vorkriegsgeld, Gauss-Gewehr, ja. Nett. Definitiv nett. So, ich habe Fuzzy-Marken und ich möchte sie ausgeben. Marken einlösen. Zuckerwatte, bisschen Gummibons, Bleistift, Paddelball-Munition. Wieso sollte ich diese Scheiße hier nehmen? Naja, ich habe Paddelball-Schnull bekommen. Aber das finde ich nice. Ja. Er ist ja kein automatisches Gewehr, ne? So ein Gauss-Gewehr. Ne, jetzt haben wir ein Gauss-Gewehr. Ist ja auch nicht schlecht. 175 Schaden. Gut, als Schleichangriff ist das schon nicht schlecht, ne? Ist halt nur scheiße laut. Das ist nicht eine schöne Uniform, ich finde auch. So, okay. Die Folge ist fast vorbei, aber wir können mal kurz nach Hause gehen und gucken, was wir an unserer Power-Rüstung ändern können, denn wir haben jetzt einen Power-Rüstungsständer. Ist das nicht geil? Ich finde auch. So, kurz ernten. So, mit der überflüssigen Scheiße können wir dann nachher ordentlich Suppe erstellen. Was zum Teufel war das? Irgendwas hinter mir hat sehr, sehr seltsam robotisch geredet. War ja klar, dass ich keine andere Waffe in der Hand habe. Okay. So, ein bisschen Gemüsestärke können wir jetzt bestimmt machen. Wie sieht's aus mit meinen hübschen Geschütztürmen, die wirklich scheiße sind? Eines Tages müssen wir mal stärkere bauen. So, einmal das Wasser mitnehmen. Dann steigen wir hier aus. Welche Taste? Okay. Ich möchte Gemüsestärke herstellen.
So, abgekochtes Wasser noch ein bisschen. Den Rest haben wir nicht verkauft, ne? Ja, komm, Maissuppe. Brauche ich unbedingt abgekochtes Wasser? Wieso geht kein aufbereitetes Wasser? Ich habe hier kein Wasser in der Nähe, ne? Was geht denn hier ab? Oh, ich sehe schon. Macht hier wieder Zäune kaputt? Was? Oh, ich habe keine Rüstung an. Ich wollte gerade sagen, wie können die mir Schaden machen in meiner Power-Rüstung? Aber ich habe sie ausgezogen. Komme ich jetzt noch nach Hause? Gut, Freunde, ich würde sagen, ich lege mich jetzt kurz ins Bett, regeneriere mich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir nämlich gucken, ob wir unsere Power-Rüstung aufrüsten können. Ah, sehr schön. Ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.